Als nächstes kommt eine aktuelle Europastunde auf Vorschlag der ÖVP. Der Titel: Koordination in Angelegenheiten der Europäischen Union. Überblick über die Vorbereitung der EU-Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018. Bei aktuellen Europastunden dürfen seit einigen Jahren auch die Abgeordneten zum Europäischen Parlament hier im Nationalrat das Wort ergreifen. Und das wird heute dreimal der Fall sein. Es sind Abgeordnete von der ÖVP, von den NEOS und von der SPÖ anwesend, was ich gerade sehe. § 33 Absatz 4 der Geschäftsordnung gestellte Verlangen vor, eine Debatte über diesen Antrag durchzuführen. Diese findet nach Erledigung der Tagesordnung statt. Die Zuweisung des gegenständlichen Antrages an den Geschäftsordnungsausschuss erfolgt gemäß § 33 Absatz 6 der Geschäftsordnung am Schluss dieser Sitzung. Wir kommen nun zur aktuellen Europastunde mit dem Thema Koordination in Angelegenheiten der Europäischen Union, Überblick über die Vorbereitungen der österreichischen EU-Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018. Folgende Mitglieder des Europäischen Parlaments wurden für die Teilnahme an der aktuellen Europastunde nominiert: Dr. Ottmar Karas, Magister Evelyn Regner und Doktorin Angelika Mlinar. Ich darf die Abgeordneten zum Europäischen Parlament. Wo sind Sie? Sind schon da? Herzlich willkommen heißen in unserer Mitte.